الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nicht der Vater irgendjemandes von euren Männern. Also der Gesandte hat keine blutsverwandten Söhne hinterlassen, alle sind zu seinen Lebzeiten noch als Kinder verstorben, sondern Allahs Gesandter und das Siegel der Propheten. Khatam al-Nabiyyin, nach ihm wird es keine neuen Propheten mehr geben. Er und seine Gesandtschaft sind die Bleibenden, die letztendlich Gültigen bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah weiß über alles Bescheid. Und weil das so war, dass nämlich die Gesandtschaft des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die letztendlich gültige war, die bleibende sein sollte, wurden auch alle Regeln, Gesetze, Prinzipien, das Brechen mit Traditionen, die in der Scharia, in der Gesetzgebung des Islams keinen Platz mehr haben sollten, wurden durch unseren Gesandten durchgesetzt. Oder er hat sie überbracht. Ja, al-yawma akmaltu lakum dinakum, das heute habe ich eure Religion für euch vervollkommnet. Diese Religion ist vervollkommnet, sie ist so wie sie ist, vollkommen, nichts Neues wird mir dazugefügt. Sie ist anwendbar auf alle Zeiten, sie ist breit und weit genug, um viele Kulturen, viele Zeiten, alle Zeiten bis zum Tag der Auferstehung aufzunehmen, aber die Basisprinzipien sind die gleichen und deswegen wurden diese Regeln und Gesetze so durchgesetzt. Ja, in anderen Ayat wird das auch bestätigt, dass zum Beispiel قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, das spricht, o ihr Menschen, ich bin ein Gesandter Allahs für euch alle, allesamt. Zu euch allesamt. Und auch aus Hadithen erfahren wir das sehr, sehr klar, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam der letztendliche, seine Gesetzgebung, die letztgültige und seine Gesandtschaft für alle Menschen, alle Hautfarben, alle Länder, alle Herkünfte, alle Stämme, für allesamt ist. O, die ihr glaubt, gedenkt Allahs im häufigen Gedenken. Schaut mal, wie oft Allah das viel an ihn gedenken, wie oft das jetzt schon erwähnt wurde. Und preist ihn morgens und abends. Wir sollen Allah immer Lob preisen, immer an ihn denken, sei es durch das Betrachten seiner Schöpfung, durch das Betrachten unserer selbst, durch das Lesen seines Buches, durch das Gedenken an die Menschen, die er geliebt hat, dass wir so werden wollen wie sie. Wir sollten ständig in diesen Gedanken bleiben. Wenn wir das aber schon nicht können, dann wenigstens regelmäßig morgens und abends. Denn wenn der Tag schon so beginnt und der Tag auch so aufhört, dann ist der ganze Tag, die ganze Beschäftigung ist in dem Gedenken Allahs eingerahmt. Und das soll man dann mindestens versuchen. Er ist es, der über euch den Segen spricht und auch seine Engel. Allah gedenkt unserer und auch noch wie, er spricht den Segen über uns. Der Segensspruch, wenn Allah über seine Diener Segensspruch spricht, ist das Spenden seines Segens oder sein Lob, ist das ein Segen von ihm aus für uns. Ja, er macht ja keine Gebete für uns in dem Sinne, sondern sein Aussprechen ist ein Segen aussprechen über uns. Und auch seine Engel, das heißt die Engel, die bitten Allah für die Diener. Warum? Damit er euch aus den Finsternissen ins Licht hinausbringt. Und er ist zu den Gläubigen barmherzig. Aus Hadithen erfahren wir auch, dass unsere Tasbihat, unsere Tasbih, unsere Tahlil, unsere Tahmid, unsere, wenn wir Alhamdulillah sagen, Subhanallah sagen, La ilaha illallah sagen und verschiedene Afkar machen, dann steigen diese Tasbihat nach oben und nach oben und nach oben, bis sie Allahs Thron erreichen und sie kreisen darum. Und man hört, dass das Geräusch der Tasbihat ist wie ein Summen. Je mehr diese sind, desto mehr kreisen sie also dann um den Thron und desto mehr Rahma Allahs, Barmherzigkeit Allahs kommt auf uns herab. Es heißt ja auch, das Gedenkt meiner und ich werde euer gedenken. Und jetzt stellt euch mal vor, die Sonne zum Beispiel, um die Sonne herum kreisen ja auch verschiedene Planeten, der eine näher, der andere weiter, der andere größer, der andere kleiner. Also so viel passiert um die Sonne herum. Und jetzt stellt euch mal vor, all die Tasbihat, die von all den rechtschaffenen Menschen hochsteigen zu Allahs Thron. Wo ist da unsere Wohl zu finden? Ist unsere aufrichtig, stark und oft genug, dass sie da überhaupt irgendwo Platz findet? Ja, das heißt also, wenn wir schon das nicht immer machen können, dann nochmal wenigstens regelmäßig in unser Leben einbauen. Es gibt schon Momente genug, wo wir leider gar nicht Allahs gedenken, sondern völlig in Unachtsamkeit leben. Deswegen wenigstens regelmäßig sich immer wieder dazu aufrufen.
Und die Engel, die, es gibt ja auch Engel, die den Thron Allahs tragen. Und wenn sie dann diese Tasbihat hören, dann machen sie wohl auch, und sie machen sowieso für die rechtschaffenen Menschen, machen sie Bittgebete. Ja, aber man muss sich das vorstellen, dann machen sie Bittgebete für den Segen Allahs auf die rechtschaffenen Diener. Ja, also so viel passiert, so viel ist möglich, wenn wir uns nur Allah nähern. Und nochmal, Allahs viel Gedenken, das schafft man nur, wenn man aus dem Leben das Unnütze, das Basislose, das Zeitverschwenderische einfach ausschließt. Ja, natürlich, das braucht ja Zeit, morgens Azkar zu sprechen, nach dem Gebet kurz sitzen zu bleiben, immer wieder auf sich angewöhnen, dass wenn man was sieht, dass man Allah lobpreist, dass man, wenn man was Schönes bekommt, Alhamdulillah sagt, dass wenn etwas Schlimmes passiert, auch Alhamdulillah sagt und die verschiedenen Bittgebete gemacht, die der Gesandte Allahs uns beigebracht hat. Für all das braucht man ja Zeit und diese Zeit muss man sich nehmen. Man kann nicht darauf warten, dass wenn ich mal irgendwann so viel Freizeit habe, dass ich das bequem machen kann. Das wird niemals passieren. Man muss sich die Zeit nehmen und damit man die Zeit nehmen kann überhaupt, damit das möglich ist, muss man sich von den Unnützen fernhalten. Deswegen haben wir ja schon so oft jetzt über die Gläubigen gelesen. Das sind die, die وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Das sind die, die sich vom unnützen Geschwätz, von Zeitverschwendung, von Vergnügungen, die leer und sinnlos sind, fernhalten. Und وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, dass wenn sie nur daran vorbeigehen sogar, an unnützem Geschwätz und Gerede, dann gehen sie würdevoll daran vorbei. Sie lassen sich darin nicht involvieren, sie lassen sich nicht einnehmen davon. Ja, und solche Menschen haben dann natürlich auch Zeit, um Gutes und Nützliches zu tun, zu dem auch das Gedenken Allahs gehört. Wie wird es solchen ergehen? Ihr Gruß am Tag, da sie ihm begegnen, wird sein Friede. Und er hat für sie trefflichen Lohn bereitet. Schaut mal, stellt euch mal vor, ihr geht irgendwo hin und es gibt manche Leute dann, die werden noch nicht mal angeschaut vom Gastgeber und manche werden auf eine solche vorzügliche Art und Weise geehrt, gewürdigt und willkommen geheißen. Auf welcher Seite wollt ihr stehen? O Prophet, wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder froher Botschaft und als Warner und als einen, der zu Allah mit seiner Erlaubnis ruft und als eine lichtspendende Leuchte. Hallo. Klare, lichtspendende Leuchte, an der andere Menschen Leitung finden. Und verkünde den Gläubigen, dass es für sie von Allah große Huld geben wird. Diese ganzen Eigenschaften, Zeuge, Verkünder frohe Botschaft, Warner, lichtspendende Leuchte, all diese Eigenschaften sind auch schon genannt, in der Prophezeiung über den kommenden Propheten. Und sie sind alle also bei unserem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu finden. Andere Kennzeichen, die in der Tora auch schon erwähnt werden, die werden uns auch in Hadithen dann überliefert, dass er zum Beispiel kein Mensch war, der auf den Märkten laut gerufen hat, geschrien hat. Er war kein Mensch, der Übles mit Üblem geantwortet hat. Er war kein Mensch, der Sadaqat, also Almosen, angenommen hat. Geschenke hat er angenommen, aber nicht Almosen. Und andere weitere Eigenschaften, die alle in der Tora schon genannt werden und die in Hadith und in Koran hier bestätigt werden. Und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern, beachte nicht die Beleidigungen, die sie dir zufügen und verlasse dich auf Allah. Beachte nicht die Beleidigungen, die sie dir zufügen und verlasse dich auf Allah. Denn das ist ja auch eine Art von, wenn man es nicht ändern kann. Weil das sind ja die Heuchler, die sind ja äußerlich Muslime. Wenn sie dich beleidigen und dann dazu noch die Ungläubigen und dich beleidigen und belästigen und man kann nichts dagegen tun und man weiß, dass es einfach nicht so ist, dann soll man sich davon auch abwenden, es nicht beachten, sich von der eigentlichen Arbeit nicht abhalten lassen. Und verlasse dich auf Allah und Allah genügt als Sachwalter. O die ihr glaubt! Wenn ihr gläubige Frauen heiratet und euch hierauf von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt habt, dann dürft ihr für sie keine von euch berechnete Wartezeit aussetzen. Gewährt ihnen eine Abfindung und gebt sie auf schöne Weise frei. Das ist also in dem Fall, wenn nur der Nikah, also die Heiratsschließung stattgefunden hat, aber es noch zu keinem Ehevollzug kam, wenn Mann und Frau noch nicht alleine waren, dann gibt es keine Idda, keine Wartezeit für die Frau. Und dann gibt es verschiedene Fälle. Entweder die Mehr, die Brautgabe war schon festgelegt, dann wird es anders sein. Ansonsten soll man Mut'a Talaq, das ist eine Abfindung. Man soll der Frau so als Geschenk, als Abschiedsgeschenk quasi etwas mitgeben und sie auf diese schöne Art und Weise dann entlassen.
O Prophet, wir haben dir zu heiraten erlaubt, deine Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast, das, was deine rechte Hand an Sklavinnen, also Knechte, besitzt, von dem, was Allah dir als Beute zugeteilt hat, die Töchter deiner Onkel väterlicherseits und die Töchter deiner Tanten väterlicherseits, die Töchter deiner Onkel mütterlicherseits und die Töchter deiner Tanten mütterlicherseits, die mit dir ausgewandert sind, auch eine jede gläubige Frau, wenn sie sich dem Propheten ohne Gegenforderung schenkt und falls der Prophet sie heiraten will. Dies ist dir vorbehalten unter Ausschluss der übrigen Gläubigen. Das war also ein ganz besonderer Erlass für den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wegen seiner besonderen Stellung und weil er auch mehr zu leisten hatte als alle anderen. Er hatte mehr zu leisten als alle anderen und musste deswegen, wie wir gleich am Ende der Aya auch lesen werden, konnte er auch mehr Freiheiten, ganz vorsichtig ausgedrückt, Freiheiten sich erlauben als andere. Warum? Weil die Verantwortung auf seinen Schultern eine so enorm große war. Ja, wir werden jetzt weiterlesen. Dies ist für dir vorbehalten unter Ausschluss der übrigen Gläubigen. Wir wissen wohl, was wir ihnen hinsichtlich ihrer Gattinnen und dessen, was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, verpflichtend gemacht haben. Damit für dich, das ist diese besondere Freiheit, damit für dich kein Grund zur Bedrängnis bestehe und Allah ist allvergebend und barmherzig. Es wird weiter erklärt, du darfst zurückstellen, wen von ihnen du willst und du darfst bei dir aufnehmen, wen du willst. Also in der, ob du jetzt eine Frau aus der Ehe entlässt oder sie in der Ehe lässt, das ist deinem Willen gemäß. Und wenn du doch eine von denjenigen begehrst, die du abgewiesen hast, dann ist das für dich keine Sünde. Also das ist alles besonders für den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Für die anderen normalen Männer dieser Umma gilt das nicht. Das ist eher geeignet, dass sie frohen Mutes, nicht traurig und dass sie alle mit dem zufrieden sind, was du ihnen gibst. Also was wird hier als Grund angegeben für diese besonderen Freiheiten? Damit sie, die Frauen, alle eher zufrieden sind mit dem, was du ihnen gibst. Damit also die häusliche Stimmung und Zufriedenheit und die Angelegenheiten des Hauses alle in Ordnung sind, damit eine Harmonie herrscht. Ja, deswegen hat diese besondere Regelung, wenn eine nicht in der Ehe bleiben will, dann kann sie gehen, ansonsten kann sie in der Ehe bleiben. Es soll aber bitte keine Atmosphäre entstehen, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese enorme Verantwortung, die auf seinen Schultern gelastet hat, dass er dieser Verantwortung nicht mehr so ideal und so vollkommen, wie er es gemacht hat, dass er dieser Verantwortung nicht mehr nachgehen kann. Ja, es ist ja so, je mehr häusliche Verantwortung auf einen kommt, das können wir alle nachvollziehen, desto mehr gibt es auch Möglichkeiten für Mangel an Harmonie. Je mehr Leute, je mehr Geschirr, desto mehr klappert es auch, so kann man das vielleicht auch sagen, desto mehr Mangel an Harmonie kann es geben, desto mehr Streitereien können vielleicht entstehen. Hier hat eine Anforderung, eine andere hat dort eine Anforderung, dort verstehen zwei sich nicht, dort streitet vielleicht wieder jemand. Damit das alles so niedrig wie möglich gehalten wurde und trotzdem aber die verschiedenen Vorteile, die durch die Ehen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam entstanden sind, Bindungen zu anderen Stämmen, Verwandtschaftsherstellung zwischen prominenten Gefährten, die später auch eine große Rolle übernehmen sollten, Menschen lehren zu können, damit sie später auch das, was sie bei dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam erlebt hatten, auf eine vorzügliche Art und Weise weitergeben konnten. Das sind jetzt ganz kurz genannt nur ein paar Punkte, die Vorteile waren, die entstanden sind durch die Ehen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Damit das aber so harmonisch wie möglich war, werden also dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hier dieser besondere Erlass wird ihm zugeteilt, dass du darfst zurückstellen, wen du von ihnen willst, du darfst bei dir beaufnehmen, wen du willst. Und das ist alles nochmal, wofür? Das ist eher geeignet, dass sie frohen Mutes, nicht traurig und dass sie alle mit dem zufrieden sind, was du ihnen gibst. Ja, nochmal, die Ehen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, besonders die er nach dem Prophetentum geschlossen hat, sind alle, wirklich alle, mehr oder weniger für die Religion, für die Umma. Verschiedene Vorteile sind daraus entstanden. Nochmal, es gibt eigene Vorträge darüber. Ihr könnt euch selber auch informieren und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, nochmal darüber zu reden. Aber sind für den Vorteil der Umma, der Gemeinschaft entstanden, diese Ehen. Aber damit diese Ehen dann nicht zu Bedrängnis für den Gesandten Allahs werden würden, wurden ihm dann auch bestimmte Erlasse zugewiesen,
bestimmte Dinge gewährt, die anderen Männern in der Umma nicht gewährt sind. Warum? Nochmal, weil die Verantwortung enorm war auf den Schultern des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, die Verantwortungen auch, und deswegen im häuslichen Bereich musste für ihn Harmonie herrschen, soweit es ging. Menschen bleiben trotzdem Menschen, aber soweit es ging, wurde für ihn in dieser Hinsicht eine solche Atmosphäre geschaffen, in der er seiner Verantwortung gerecht werden konnte. Allah weiß, was in euren Herzen ist. Allah ist allwissend und nachsichtig. Darüber hinaus ist ihr weder erlaubt, Frauen zu heiraten, noch sie gegen andere Gattinnen einzutauschen, auch wenn ihre Schönheit dir gefallen sollte, mit Ausnahme dessen, was deine rechte Hand an Sklavinnen besitzt. Und Allah ist Wächter über alles. O, die ihr glaubt, tretet nicht in die Häuser des Propheten ein, außer es wird euch erlaubt, zur Teilnahme an einem Essen, ohne auf die rechte Zeit zu warten. Jetzt hatten wir in Sura An-Nur schon gelesen, das betretet nicht die Häuser voneinander, ohne vorher zu grüßen und um Erlaubnis zu bitten, etc. Und jetzt heißt es hier, die Häuser des Propheten. Sura An-Nur wurde nach Sura Al-Ahzab offenbart, das heißt, das, was wir hier gerade lesen, das wurde vorher offenbart. Und es wird also wieder mit dem Haus des Propheten begonnen, und dann nachher später werden alle Gläubigen, der Befehl wird auf alle Gläubigen dann ausgeweitet. Und es werden die Manieren, das Benehmen von Einladung mehr oder weniger eigentlich beigebracht und auch, dass man ein solcher Mensch sein soll, der die Bedürfnisse des anderen auch achtet. Besonders, wenn dieser andere eine Person ist, die viel Verantwortung hat, der man auch Freiheiten lassen muss, damit sie ihre Verantwortung wahrnehmen kann. Tretet nicht in die Häuser des Propheten ein, außer es wird euch erlaubt zur Teilnahme an einem Essen, ohne auf die rechte Zeit zu warten. Sondern, wenn ihr hereingerufen werdet, dann tretet ein. Und wenn ihr gegessen habt, dann geht auseinander. Und tut dies, ohne euch mit geselliger Unterhaltung aufzuhalten. Also nicht, wenn das Essen schon längst vorbei ist, die Einladung wurde durchgeführt, und es ist gesprochen worden, es ist gegessen worden, und jetzt sitzt man noch und sitzt man noch und sitzt man noch. Das kann nämlich für den Gastgeber eine Art von Erschwernis und sogar Belästigung darstellen. Solches fügt dem Propheten Leid zu, aber er schämt sich vor euch. Das war so bei der Eheschließung mit Zainab, radiallahu anha, gab der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ein Essen, lud die Gefährten ein, sie kamen und aßen und speisten, und dann gingen alle wieder, bis auf zwei, die noch sitzen blieben, ziemlich lange. Und das war für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam natürlich dann eine schwierige Situation, aber er schämte sich, irgendwas zu sagen, weil er natürlich der Gastgeber war. Allah aber schämt sich nicht vor der Wahrheit. Allah offenbarte also hier eine ganz klare Aussage, dass das ist nicht in Ordnung, was ihr gemacht habt. Und wenn ihr sie, also die Frauen des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, um einen Gegenstand bittet, so bittet sie hinter einem Vorhang. Das heißt also, es kann mal zu einem Gespräch kommen, man kann jemanden was bitten, man muss was fragen. Das ist normal, wo Menschen leben, gibt es auch natürlich irgendwo ein Miteinander, aber das soll geregelt ablaufen, nämlich wie? So bittet sie hinter einem Vorhang. Das ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen. Schaut mal, wer wird hier angesprochen? Hier werden die beste Generation, die je gelebt hat, die Sahaba, die Gefährten des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam und radiallahu anhum, und auf der anderen Seite die Frauen des Gesandten, die Mütter aller Gläubigen. Für die wird sogar gesagt, so vorzugehen, ist einfach reiner für eure Herzen. Was ist dann mit allen anderen Menschen, die von ihren Herzen nicht im geringsten behaupten können, dass sie schon gereinigt wären? Die für uns müssen wir alle mehr befürchten, als wir für diese bevorzugte Generation befürchten. Das heißt also, das gehört einfach zu Taqwa, zu Gottesfurcht, dass man Maßnahmen ergreift, die einfach helfen, eine reinlichere, eine vorsichtigere, eine, wo man auf der Hut ist, Gesellschaft, Atmosphäre einfach schafft. Und es steht euch nicht zu, dem Gesandten Allahs Leid zuzufügen und auch nicht, jemals seine Gattinnen nach ihm zu heiraten. Also die Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das ist auch ganz besonders nur für sie, das gilt für keine andere Frau auf dieser Welt. Nachdem sie also Witwe geworden waren, nach dem Ableben des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, war für sie nicht mehr erlaubt, eine neue Ehe einzugehen. Gewiss, das wäre bei Allah etwas Ungeheuerliches, weil sie galten ja als Mütter aller Gläubigen. Das ist eine ganz besondere Respektbeziehung und ehrerbietende Beziehung. Und das sollte also durch eine neuerliche Ehe, sollte diese besondere Beziehung nicht, auch durch Neid vielleicht, weil es ist ganz natürlich, dass man den früheren Ehemann
von deiner eigenen Frau, dass man ihn vielleicht mit diesem Blick des Neides vielleicht betrachtet, und das sollte völlig ausgeschlossen werden. Deswegen wurde das diesen Frauen so geboten. In dieser Aya haben wir also auch wieder unglaublich viel gelernt. Erstmal, dass man nicht nur auf die eigene Ruhe oder den eigenen Spaß achten soll und irgendwo sitzt und sitzt und sitzt. Man ist irgendwo eingeladen und die Frau will vielleicht jetzt langsam ihre Kinder hinlegen oder ist müde, weil sie Essen serviert hat und jetzt abgewaschen hat oder was auch immer. Es gibt verschiedene Situationen und man achtet nur, dass man ja endlich mal aus dem Haus ist und mal irgendwo eingeladen ist und wie schön, und achtet auf sich und auf keinen anderen. Das ist nicht in Ordnung. Es gibt für alles eine Zeit. Man muss auch ein bisschen die Sensibilität zeigen und auf andere auch achten. Ja, also wir sehen, was für Feinheiten unsere Religion uns auch erklärt, die einfach einen schönen Menschen machen. Ja, wenn man sich an all diesem halten würde, wäre man einfach eine richtig liebenswerte Persönlichkeit. Genauso wird uns hier der Hijab-Sinn, hier wird Hijab im Sinne von Vorhang, also eine Art von Trennung, eine Trennung zwischen sich und diesem Gesprächspartner, der halt nicht blutsverwandt mit einem ist, der ein fremder Mann ist. Dieser Hijab-Sinn wird uns hier erklärt, dass er einfach reiner ist. Und zwar wieder am Beispiel der Ehefrauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das ist einfach reiner, das ist ziemlicher, anständiger, vorbildlicher. Und es ist schade, dass wenn der Hijab zwar da ist, aber der Geist hinter diesem Gebot, wenn der nicht mehr gelebt wird. Ja, dass man also mit dem Hijab, das heißt also, man ist bekleidet, wie es eigentlich sein soll, aber sich dann dennoch so gibt und so benimmt und so spricht und solche Späße macht, wie sie der Reinlichkeit eigentlich widersprechen. Ob ihr etwas offenlegt oder verbergt, gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Ja, also ob es offen getan wird oder ob man äußerlich ganz in Ordnung aussieht, man erfüllt alle äußerlichen Regeln, aber eigentlich im Herzen hat man eine schlechte, verwerfliche Absicht und die zeigt sich dann im Blick, in der Geste oder wo auch immer, dann ist das auch Sünde. Ja, also es geht nicht immer nur um das Äußerliche, die äußerlichen Regeln einzuhalten, das Dekorum, ja, dass man das alles ganz toll macht, aber an der Art und Weise, wie man spricht oder die Gedanken, die sind so verwerflich, dass sie in sich schon schlecht sind. Ja, Al-Ithm ist ja auch, die Sünde wird ja auch definiert, Al-Ithmu mahaka fi nafsik, die Sünde ist das, was in deiner Seele, in deiner Brust hin und her geht und dich sticht. Du weißt genau, es ist nicht in Ordnung. Und du möchtest auch nicht, im Hadith heißt es weiter, und du würdest es auch nicht mögen, wenn jemand davon erfahren würde. Ja, also man weiß schon, dass es nicht gut ist, man will nicht, dass jemand das mitbekommt, dann sollte man das auch lassen, dann ist das bestimmt nichts Frommes, was man da tut. Ja, der innere Radar, der ist halt da, wenn man eine relativ gesunde Persönlichkeit hat. Wenn das Herz schon so krank ist, dass dieser Radar auch schon abgestorben ist, dann kann man natürlich nicht auf das eigene Herz hören. Ja, deswegen, Anstand und Frömmigkeit beginnt im Herzen. Und die äußert sich danach natürlich auch äußerlich. Es besteht für sie keine Sünde, weder hinsichtlich ihrer Väter, noch ihrer Söhne, noch ihrer Brüder, der Söhne ihrer Brüder, also Neffen, noch der Söhne ihrer Schwestern, noch ihrer Frauen, noch derjenigen, die ihre rechte Hand besitzt, und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist über alles Zeuge. Ja, das, mit ihren Frauen sind die Frauen, mit denen man halt Umgang pflegt, Frauen des Vertrauens. Ja, dass man weiß, dass sie nicht Verwerfliches sprechen werden oder Ähnliches. Und schaut mal, wie schön auch, dass Allah wieder das ganze Gesetz gibt. So und so ist die Regel, vor den und den Männern so und so sein, vor den und den Männern so und so sein. Und letztlich, was ist wieder wichtig? Und fürchtet Allah. Wattaqin Allah, das ist das, worum es eigentlich geht. Mit Taqwa wird alles gut. Ohne Taqwa kann man Regeln bis auf den letzten Buchstaben perfekt ausführen, aber sie bleiben ohne Geist. Sie bleiben unecht, weil sie nicht von Taqwa her, nicht von Gottesfurcht herrühren, sondern einfach etwas Aufgesetztes sind. Gewiss, Allah und seine Engel sprechen den Segen über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. O, die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Deswegen sagen wir sallallahu alaihi wasallam, wir sagen alaihi salam, wir sagen Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Es gibt ja verschiedene Ausführungen. Im Gebet sagen wir Allahumma salli ala Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima und so weiter. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, aber dass man es machen soll, daran gibt es keinen Zweifel. Gewiss, Allah und seine Engel sprechen den Segen über unseren Propheten.
Allah liebt den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam so sehr, dass er den Engeln und den Gläubigen befiehlt, ihr alle sprecht den Segen für den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt auch sehr viele Aussagen des Propheten selber darüber, über die Vorzüge des Aussprechens des. Das ist ja eine Art von Bittgebet. O Allah, segne den Propheten. Dieses Bittgebetes gibt es viele, viele Vorzüge. Ich werde euch nur eine jetzt kurz erwähnen. Das ist ein authentisches Hadith überliefert, dass man dhukirtu indahu fanasiya salata alayya, bei dem ich, also der Mensch, vor dem ich erwähnt werde, und er dann vergisst, über mich das Gebet zu sprechen. Sallallahu alayhi wasallam. Er verliert dadurch den Weg des Paradieses. Also unglaublich großer Verlust, wenn man es nicht für nötig erhält, es einfach nicht tut. Natürlich, die Absicht spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Wenn man es einfach nicht für nötig hält oder es für zu pingelig findet, einfach jedes Mal das jetzt zu sagen und ja, sich da irgendeine eigene Logik zusammengelegt hat. Nein, unsere Liebe für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, die gebietet es uns, Allah gebietet es uns, dass wir das immer aussprechen, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ist das kürzeste vielleicht. Und dann heißt es ja auch in vielen anderen Hadithen, dass wenn wir das aussprechen, dass der Nutzen davon auf uns zurückkommt. Das heißt, selbst das ist nicht etwas, was uns nicht nützen würde. Im Gegenteil, es heißt zum Beispiel, dass wer das einmal ausspricht, Allah schickt oder sendet 10 Barmherzigkeiten auf diesen herab. In einer anderen Überlieferung heißt es, 10 Sünden werden ihm vergeben. Und einige verschiedene Überlieferungen gibt es da, die alle über die Vorzüglichkeit des Salawat auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sprechen. Und das unterstreicht nochmal die Stellung, die ganz, ganz besondere Stellung, die der Gesandte Allahs im Leben sallallahu alaihi wasallam, im Leben jedes Gläubigen hat, haben sollte, und das Vorbild, das er für uns alle darstellt. Das Sprechen ist also so vorzüglich, dass wirklich, manchmal weiß man ja auch nicht, man ist so verwirrt oder so, es fehlen einem manchmal so sehr die Worte, dass man gar nicht so recht weiß, was soll ich denn jetzt im Bittgebet Allah bitten? Wirklich, wenn man gar nichts sagt und nur ganze Zeit Salawat auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam schickt, das ist auch schon viel, das ist auch schon genug. Ja, weil ganze Zeit kommen Barmherzigkeiten auf dich herab, für dich bitten die Engel, weil du für den Gesandten bittest. Also es ist ein Prozess von Gutem, der da losgeht. Das ist einfach für uns unvorstellbar. Das waren jetzt die einen, die den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam so lieben und so für ihn bitten, wie es sich gehört. Und dann gibt es natürlich die anderen und diejenigen, die Allah und seinen Gesandten Leid zufügen, verflucht Allah im Diesseits und Jenseits, und für sie hat er schmachvolle Strafe bereitet. Und diejenigen, die den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Leid zufügen für etwas, was sie nicht begangen haben, laden damit Verleumdung und offenkundige Sünde auf sich. Also es gilt auch für jeden gläubigen Mann und jede gläubige Frau, wenn sie schuldlos beleidigt, verdächtigt, beschuldigt wird, dann ist das eine offenkundige Sünde, und Allah wird diese Menschen zur Verantwortung ziehen für etwas, was sie den Gläubigen angetan haben.